Wunderschönen guten Morgen. So. Oh, heute regnet's. Heute regnet's. Sehr schön. So, das heißt, die Batterien können wir gleich reingeben. Gut, dann gehen wir gleich mal ernten. So, das dauert jetzt ein bisschen. Aber die Sense holen wir uns dann nachher. Sofern der Schmied. Okay, um 9 macht er auf, das passt. Samen braucht man. Ah, doch, Sternfrucht. Das heißt, wir kriegen das heute auch fertig. Sehr schön. Sonst passt alles, ne? Jawohl. So, das nehmen wir mit. Dann gehen wir mal schauen wegen am Verkaufen. Und wissen wir, das wissen wir alles. Okay, die eine hebe ich auf. Dass wir bei ihm dann verkaufen können. Das können wir alles hergeben. Das auch. Das heißt. Warte mal. Die Tomaten können wir mal reingeben. Und hier verarbeiten wir die. Nee, hoppla. Entschuldigung. Die können wir reingeben. Die verkaufen wir bei ihm, dann ist das abgeschlossen. Passt, okay. 4000 haben wir beisammen. Das und das braucht man. Eier können wir wieder reinschmeißen. Achso, da habe ich 4. Die kommen da rein. Könnte ich mir fast eine zweite Mayonnaise-Station aufbauen. So, okay. Da passt mal alles. Die bleiben eh heute drinnen. Gießen braucht man nichts. Das passt gut. So, die Milch nehmen wir. Wunderbar, dann passt das. So, das heißt, das und das kann rein. Die Mayonnaise wird verkauft. Honig, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Die zwei wissen wir. Honig, ja, können wir eigentlich auch verkaufen. Die Eier kommen erstmal noch hier unten mit dazu. Da brauche ich jetzt schon mehr von. Okay. Gut. Wir klatschen jetzt erstmal, glaube ich, noch was fertig. So. Obwohl, links Labor macht um 8 Uhr auf. Wollen wir meinen ersten Ding schon mal freischalten? Hier habe ich 7 Stück. Was brauche ich denn dafür? Ich bin unsicher, was ich da alles brauche. Okay, Holz nehme ich mit. Das nehme ich mit. Müll nehme ich mit. Stein nehme ich mit. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das auch brauche. Oder so irgendwas. Okay, wir schauen mal. Wir gehen mal rauf. So. Es
Es wäre nicht schlecht, die ersten Sprinkelaufsätze mal zu haben. Wir schauen einfach mal, was wir dafür brauchen. So, okay. Gerät entwickeln, automatischer Dünger. Goldseetang. Okay, und das kostet dann eh schon alles ein bisschen mehr. Okay. Das heißt, den automatischen Dünger haben wir mal. Da würde ich Goldseedang-Essenz brauchen und auch 4000. Entwickeln möchte ich sowieso alles. Der automatische Ernter und das ist der Beste, ne? Der düngt, pflanzt und erntet. Okay, ansonsten können wir uns nichts leisten. Nee. Okay. Einen automatischen Düngerhammer. Dann können wir das jetzt alles nach Hause bringen. Dann bringen wir das alles wieder nach Hause. So, das heißt, die Golddinger können wir reingeben. Den können wir jetzt auch herstellen, oder? Ah ja, die sind auch neu. Ein Monstergeruch. Aggressionsduft reduzieren. Ah, Schnappfalle. Okay, so, im Kampf haben wir eines wieder. Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu laden. Du erhältst die Chance auf doppelt so viele Beute. Okay, nee, wir nehmen natürlich Crit. Herstellen. Jawohl, jetzt können wir den selbst automatischen Dünger herstellen. Wunderbar. Zwei Stück hätten wir. Das kann hier rein. Dann haben wir Faser, Müll. Mit Stein machen wir Glas. Und dann kommt das hier noch rein. Ah ja, und Glas kommt da rein. Und so. Dann habe ich... Gut, die Gießkanne braucht man nicht. Wo habe ich denn das jetzt wieder alles hingepackt? Hier, Kescher, das nehmen wir natürlich mit. So. Gut, dann... Rosen haben wir keine. Die Sachen kann ich noch nicht spenden. Oder abgeben. Okay, weißt du was? Wir hauen jetzt erstmal hier noch die Bäume nieder. Und dann gehen wir zum Sam. Der ist auch fertig. Dann den hier können wir wegmachen. Der ist auch fertig. Wunderbar. So, dann schauen wir noch, ob hier unten auch irgendeiner noch fertig ist. Jawohl, beide gleich. Okay, gut. Dann rein damit und rein damit. Die Samen, das habe ich hier drinnen. Okay. Dann gehen wir zum Sam. Wir müssen Samen kaufen für die Drachenfrucht.
Hallo? Und das mit der Bitte da. Leider muss ich das abbrechen. Ja. Hallöchen. Kokosnuss, du magst Kokosnuss. Ah, sie mag das nicht. Okay. So, dann würde ich in erster Linie mal die Sternenfrucht verkaufen. Neue Sachen haben wir keine. Und hier nehmen wir 8 Stück mit. Das, ja, Dünger brauchen wir erstmal noch nicht. Ah, ich doof Kopf. Ich nehme eine normale mit, statt dass ich ihm die Bronzequalität bringe. Naja, egal. Wir müssen dann sowieso nochmal rauf zum Schmied. Gehen wir das schnell anpflanzen. Nehmen wir eine Bronze mit. Und dann passt das schon so. Dann nehmen wir Bronzefrucht mit. Und auf geht's. So, hallo. So, Sam, aber jetzt möchte ich bitte das verkaufen. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 1000. Wenn ich jetzt nochmal reingehe, aktiviere ich dann irgendwas? Nee. Okay. Oh, aber es ist gefüllt. Gut. Dann würde ich gerne, bevor ich jetzt hochgehe, schnell noch was schauen. Ich habe ja schon ein bisschen was an den Punkten dabei sammeln. Was macht denn er? Nagel reinschlagen. Okay. Ob wir uns da schon was leisten können? Ausdauerfrucht 2000. Eine Flasche mit starkem Elixier. Tierzucht. Das ist ja sowieso ein Verbrauchsgegenstand. Das heißt, wenn ich den einmal kaufe, ist er sowieso weg. Elixier erlangt. Dein Können in Sachen Landwirtschaft hat zugenommen. Genau, und der ist weg. Okay. Tierzucht hat zugenommen. Und die bleiben, glaube ich, auch weg. Und jetzt können wir uns hier einen nämlich dazu kaufen. Landwirtschaft. Doppelt so viele. Feldfrüchte schneller wachsen. Verkaufspreis. Chance, dass beim Entfernen, Ernten oder Vernichten von Feldfrüchten Samen zurückbleiben. Ja, unbedingt. Und Tierzucht? Tierfutter, Produktion von besserer Qualität. Na, gehen wir auf das. Das passt schon. Okay, okay. So. Dann gehen wir hoch. Ich hole unsere Sense ab. Klopp, klopp. Hallo, guten Tag. So, auch den Raphael. Hallo, guten Tag. Einmal Geschenk für dich. Dann hätte ich gerne bitte unsere Sense. Dankeschön. Und nun würde ich sagen, gehen wir... Ja, oder gehen wir ins Meer. Würde schon sagen. Dass wir da mal weiterkommen.
Da ist wieder was drin. So, und wir tauchen ab. So. Haben wir, glaube ich, auch eine größere, einen größeren Radius, ne? So, du kommst gleich mal her, da. Boah. Nein, komm doch zurück. Die haben aber schon. Wenn sie sich bedroht fühlt, leuchtet sie in blauem Licht, das Raubtier anlockt und den Angreifer zu verjagen, auch bekannt als das Alarmqualle. Die haben wir noch gar nicht. Oh, okay. Gut. Gehen wir. Ja, nee, wir gehen oben rum zuerst. So, Dali. Salz nehmen wir noch mit. Das werden wir dann zum Kochen brauchen. Ah, das Geld fließt halt noch nicht wirklich. So. Das Einzige, was ich unbedingt machen wollen würde, dazu brauche ich noch ein bisschen mehr Glas, dass ich noch mehr von den Einmachgläsern hinstellen, dass man mehrere Sachen wirklich gleichzeitig verarbeiten können. Da ist der erste. Wunderbar. Die dreht sich oft so, wie sie das haben will, ne? Das stört mich auch ein bisschen. Okay, der will auf der anderen Seite runter. Was das hier ist. So, warte, ich gehe auf der anderen Seite runter. Er ist da blockiert. So, aber alles mit der Ruhe. Ja, wir sehen es, dass der Weg blockiert ist. Ich komme ja schon.
sich den Bauch, wie cool. Was? Okay, das Essen habe ich jetzt zu Hause vergessen. Aber ist egal, wir stellen uns hier jetzt ein paar her. Passt schon. Da komme ich aber nicht rein. Rein damit in den Magen. So. Das geht aber jetzt auch hier hoch. Okay. Ich komme nicht dran. Verdammt. So. Das heißt, hier oben könnte ich ja im Grunde genommen auch noch... Ah, da oben sind sogar zwei. Ja, die würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Eigentlich hätte ich die auch essen können, ja.
sogar in Silber. Achso. Das eine nehmen wir noch mit. Activation. Sehr gut, jetzt haben wir dann schon wieder bald einiges beisammen. Dann können wir nämlich wieder zum Schmied alles aufmachen gehen. Dann zahlt es sich schon aus. Wegen 3 Truhen zahlt es sich nicht aus. So, warte, das nehmen wir noch mit. Wie oft will der noch rundherum fahren, sag mal. So, wir haben es eh erst 19.10 Uhr. Ja, können wir ruhig essen. Essen und bleiben wir noch ein bisschen hier unten. So, den nehmen wir mit. Ja gut, das heißt, die da oben sind jetzt fertig und jetzt gehen wir je nachdem hier unten weiter. So, wie geht's dann hier? Schauen wir mal da nach unten. Ist hier dann eigentlich offen? Nee, das heißt, ich muss eh hier oben zuerst weiter. Okay. Aber dadurch, dass ich eh schon wieder kaum Ausdauer habe, werden wir da dann beim nächsten Mal weitergehen. Und wir gehen heim. Sehr gut. So. Dann gehen wir noch schauen,
was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So. Stecke nehmen wir mit. Da habe ich gesehen, ist das. Da in unsere Fallen ist auch was drin. Sehr gut. Hast du Inventar ist voll. Ah, hat sich ja wieder sehr ausgezahlt, Inventar ist. Voll. Es sind die jetzt einfach weg oder habe ich die jetzt eingesammelt? Okay, die dürften. Ja, die ist weg. Okay, so, Dali. So, das heißt, es gehört eigentlich eh nur die gespendet. Alles andere ist eh. Passt, okay. Die kann man verkaufen. Das Gemälde kann man verkaufen. Das wissen wir nicht. Hier verkaufen wir die teuerste. Und einmal hier, das kann weg. Wissen wir auch nicht. Kann weg. So, dann kommt das mal hier rein. Das kommt da rein. Dann haben wir hier noch was. Und hier kommen die zwei rein. Okay, so. Wie viel Stein haben wir denn? Weil mit Müll... Kriege ich hier? Schrott wird auch zu Glas. Okay. Okay, gut. Dann machen wir das so. Das und das und das gehört hier noch rein. Dann haben wir hier noch eine Schnecke zum Verkaufen. Hier können wir wieder nachfüllen. So. Ja, gut. Die Milch. Machen wir mal hier. Hallo. Einmal. Zweimal. Kann ich mir da jetzt noch welche herstellen? Herstellen hier. Kunstwerk da. Eins. Nur. Okay. Kokosnüsse kann ich da drin nicht verarbeiten. Okay. So, dann... Die Chilis könnte man eigentlich auch verarbeiten. Wir verarbeiten aber die drei. So, Dali. Okay. Das heißt, Verkauf, Verkauf, Verkauf. Bin ich am Überlegen. Hier wäre es nicht schlecht, wenn ich hier weiter Dingsen machen könnte. Dass wir das zumachen. So wie wir es brauchen. Okay, haben wir jetzt zu Hause in den Truhen da oben irgendwo noch Boden und solche Sachen? Das ist ja der Falsche. Das ist auch nicht... Die nehmen wir mit. Okay. So. Ist zu.
Okay, naja, wenn das jetzt so ist, warten wir jetzt auf die hier nicht mehr. Wir haben schon genug gemacht für heute. Die Zeit spricht auch für sich. Wir gehen ins Bett. Ich sag Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.